Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Heute mit etwas, ich weiß nicht, vielleicht mit etwas Sonderbarem. Und der Grund, weshalb ich dieses Spiel mein eigen nennen kann, ist der Preis. Den Preis, den ich dafür bezahlt habe, der entspricht ungefähr der Verpackung des Spieles, ja. Also, für so wenig Geld dachte ich mir, komm, da ist sogar der größte Rotz. Ist es wert, um so wenig Geld auszugeben? Und nun, spanne ich euch nicht mehr länger auf die Folter. Heute spielen wir das hier. Gianna Sisters, Twisted Dreams. Ja, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall ist hier eine Art Eule oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier drin original Soundtrack. Das ist doch sehr gut. Und hier sind ein paar gute Bewertungen eigentlich. Ich meine, Gewinner 2012, Deutscher Entwicklerpreis. Oder hier ein kleines Meisterwerk. Und ein klasse Remake. Das ist ein Remake, okay, ich verstehe. Was haben wir hier hinten noch zu sehen? Rette die Chayana-Schwestern in diesem rasanten Jump'n'Run. Verwandle dich in Echtzeit, inklusive Umgebung und Soundtrack. Aha. Was haben wir hier noch? Die Kultschwestern sind zurück. Kultschwestern, aha. Dieser Drache da, der sieht cool aus. Ja, ich habe null Ahnung. Das ist ab 7, ja, da kann es ja nicht allzu heftig sein. Und da ist ein Jahr, 2013. Okay, öffne mal diese tolle, tolle Hülle. Wie das aussieht. Mir gefallen solche Artworks. Finde ich sehr schön. Aber natürlich sehen wir uns auch noch das Spiel an. Wie nehme ich das raus? So nehme ich das raus. So. Wunderbar. Das kommt weg. Hier das richtige Spiel ohne Hülle. Sieht genau gleich aus. Und dann öffnen wir mal. Wir haben hier erstmal den Original-Soundtrack. Warum nicht? Dann haben wir eine schöne, schöne Disc. Oh, und dann haben wir ein Poster. Das sehen wir uns gleich an. Legen wir zur Seite. Erstmal noch das Booklet. Moment, mal kurz sehen, wo der Code drauf ist auf der letzten Seite. Das ist gut. So. Alles schön in blau gehalten. Steuerung. Bla, 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 bla. Ups, haben wir keine Bilder hier drin. Naja, nur so theoretische Steuerungsgedöns. Was haben wir sonst noch? Gegner. Dämoneneulen. Stachelige Dämoneneulen. Oh nein, ich will keine Eulen töten. Ich mag das Spiel jetzt schon nicht. Nee, vielleicht ist es ja cool. Was haben wir hier noch alles? Hier Toren. Kaugummispender. Kisten, Backsteinmauern, stechende Plattformen. Was ist das für ein Spiel, bitte? Bla bla blub, sind hier noch die Leute, die mitgewirkt haben. Ja, aber jetzt will ich sehen, wie das Poster aussieht. Das ist extrem komisch zusammengefaltet irgendwie. Ah, verstehe, das ist einfach nur das Bild, das wir schon mal gesehen haben. Ja, ist okay, das sehen wir uns besser nochmal klein an, weil ist besser. So, wieder alles da rein, wo es rein muss. Zack, hier rein. Und das kommt hier rein. Und nochmal, wie gesagt, ich habe so gut wie nichts für das Spiel bezahlt. Deswegen dachte ich es mir, ist das auf jeden Fall wert, dass ich das mal mit euch zusammen ansehe. So, das war als Poster quasi vorhanden. Und nun, ohne weitere Umschweife. Warum hältst du nicht mehr fest hier? Na? Ja, jetzt hältst du fest. Okay, ohne weitere Umschweife legen wir los mit Gianna Sisters Twisted Dreams. Viel Spaß. Und da werden wir Gianna Sisters Twisted Dreams. Wie gesagt, keine Ahnung, was ich mir hier zugelegt habe. Aber für diesen minimalen Preis, ne, ist es das auf jeden Fall wert. Und ich sehe da aus dem Fenster auf dem Ast eine Eule. Kann sein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache, aber ich drücke mal auf Start. Was? Ja, normal würde ich sagen, komm. Was machen die da? Okay, die eine wird in ein anderes Portal gesaugt. Die andere springt hinterher. Okay. Achte auf Totenkopfschilder. Sie markieren tödliche Gefahren. Okay. Danke. Was? Blaue Eulen? Was stand da? Ich wollte was von blauen Eulen lesen. Shit.
Okay. So bewege ich mich. Da mache ich nichts, da auch nichts, da auch nicht. Ich kann scheinbar nur springen. Ich kann auch nicht rennen, gar nichts. Okay. Aber sieht schon sehr schön gemacht aus, muss ich sagen. Wie komme ich jetzt da hoch? Ha! Okay, das hat gepasst. Ah, so komme ich da rüber, verstehe. Grafisch-technisch echt wunderschön gemacht. Wow, was sind das für Pilze im Hintergrund? Und ganz im Hintergrund dieser fiese, dreinblickende Baum. Das ist vermutlich ein Checkpoint. Ah, da sind Totenkopfschilder. Runterfallen darf ich also nicht. Ah, ich kann auf... Wow. Und diesen Teufel. Ich kann auf den raufspringen und dann ist er betäubt oder tot. Warum ist da oben auf dem Beispielschild eine Eule, der man auf den Kopf springen muss? Wow, aber die Leichen, in Anführungszeichen, die bleiben liegen. Wow. Blauer Teufel. Okay, blauer Teufel. Wie komme ich da hoch? So vielleicht. Blauer Teufel, um dich kümmere ich mich gleich. Wow, ist das für ein Ultrakristall. Neues Bild. Ui, super. Wir haben ein Bild freigeschaltet. Okay, Teufel. Oh, zwei Teufel. Komme ich damit klar? Und wie ich damit klarkomme? Hahaha. Im Super Mario-Style springen wir den Gegnern auf den Kopf. Was ist mit diesem Sarg hier? Was steht da? Maltolit. Lord of the... Of the Manor. Was? Keine Ahnung. Wow, ach so. Checkpoint-Ding. Was zur Hölle ist das? Ist das unsere Schwester da drüben? Oh, du Drecksack. Wie er da sitzt von wegen... Na, was wirst du jetzt machen? Was? Was? Da unten. Wie komme ich da runter? Da unten ist was. Aber wie komme ich da runter? RT. What the fuck? Die kann so angreifen. Wie geil ist das denn? Aber warum kommt ich jetzt... Ach so, das war nicht ihre Schwester, die vom Drachen gefressen wurde. Ah, verstehe. Moment, so. Was zur Hölle? Seht euch das an. Wie komme ich jetzt da runter? Keine Ahnung. Aber ich muss hier tatsächlich wechseln. Extrem geil. Dann wechsle ich wieder. Die Kiste hier. Weiß nicht, ob ich dann da wieder zurückkomme. Fällt mir jetzt schon mal sehr gut hier mit diesem Gewechsel, um die Welt zu verändern. Fällt mir jetzt schon mal echt sehr gut. Wow, noch so ein tolles Teil. Blaue Glocke. Aha, verstehe. Es macht echt Laune, hier so hoch zu bamsen. Ich mag die viel mehr als die andere. Wow. Moment. Hä? Nee. Ach so, mit B kann ich auch einfach nur... Hä? Wenn ich jetzt B drücke, dann wechsle ich automatisch zu der und die greift dann an. Okay, meinetwegen. Finde ich gut. So, wir wechseln wieder. Holen uns das ganze Gedöns hier. So, wir springen hier rauf. Springen hier rauf. Das funktioniert alles wunderbar. Ah, und diese sind jetzt vermutlich nur für sie. Aha. Verstehe. Nicht alle Kristalle können von beiden Mädels eingesammelt werden. Gefällt mir sehr gut im Moment. Ich bin echt positiv überrascht. Oh, da ist eine blaue Eule. Oh, arme kleine Eule. Jetzt ist ein verkackter Dämon. Okay, ich will keine Eulen mehr töten. Ich wollte auch diese Eule nicht töten. Das war auch keine Eule, das war ein verkackter Dämon. Aber warum ist sie hier, die Feurige hier, hat so ein wunderschönes Level und die hat so ein, was weiß ich, so ein bösartiges Teufels-Dämonen-Höllen-Level. Weiß ich nicht. Das gefällt mir gerade echt gut. Wow, weg mit dir. Sogar die Totenkopfschilder verändern sich, das ist ultra geil. Die Büsche werden zu... Sag's mir. Grabsteinen. Dicke Eulen.
Ich will keine Eulen töten. Ich will nur Dämonen töten. Yeah! Und App. Ah, so funktioniert das. Ganz im Ernst, ich habe so gut wie nichts für dieses Spiel bezahlt. Ja? Und dafür macht es echt Laune. Echt Laune. Ja, vielleicht denkt ihr jetzt, sieht total scheiße aus, ne? Aber hey! Beinahe ein kostenloses Spiel bekommen? Das funktioniert. Ich meine, was will man mehr? Da habe ich schon weitaus bescheidenere Spiele gesehen. Da kann ich runter irgendwie. Ha! Da komme ich jetzt nicht mehr in alles ran. Ich kämpfe vermutlich wieder irgendwie zurück, aber ist egal. Ja, ich möchte jetzt auch nicht testen, was passiert, wenn ich sterbe. Das sieht echt halt wunderschön aus. Auch die Totenkopfschilder sind super gewählt. Warum? Weil man dann keinen Blindjump riskieren muss. Ha. Ah, das war's schon. Ich dachte jetzt, ich muss noch irgendwie einen Schlüssel suchen oder so. Tote Null. Nur einen Diamant habe ich liegen lassen, scheinbar. Ja, das ist der, den ich angemerkt habe, von wegen, habe ich jetzt verpasst. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Cool. Echt cool. Was war das für ein Level? Schleierweide. Gut, wir nehmen jetzt den Wirbelwald. Okay, das muss alles zuerst noch freigespielt werden. Wenn du einen Gegner besiegst, kannst du sofort wieder was da sehen. Was? Ich habe nicht mal das Wort verstanden. Der Stein da hinten, der wird einfach zu einem Dino-Schädel. Ganz im Ernst, die Grafiker hier haben sich echt verdammt nochmal viel Mühe gegeben. Selten so was Schönes gesehen. Aha, verstanden. Aha, verstanden. Aha. Aha. Dachte ich mir doch, dass das nicht alles sein kann in Sachen... in Sachen Steuerung. Dass ich nur springen kann und angreifen. Hepp. Nein, 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 das Ganze machen wir nochmal. Das geht besser. Das geht besser. Hepp, und jetzt. Göttlichkeit. Oh, ich habe alles eingesammelt. Oh Gott, bin ich ein Ultra-Pro. Was ist das hier? Bam, was? Bam. Ja, so kann ich die besiegen. Ist gut. Jetzt habe ich bereits gemerkt, dass ich so angreifen kann, Spiel. Ist in Ordnung. Halt, keine Eule töten, nur so ein Dämon töten. Ja. Halt, ich will da hoch. Yes, dankeschön. Da oben ist noch was. Und dieser Sumpf im Hintergrund, es sieht so schön aus. Nicht? Ich kann sogar steuern, wohin ich mit diesem Ding springen möchte. Meine, passt auf, jetzt nach unten. Bam! Bam! Echt wunderschön. So, und das hier haben wir auch schon gesehen. Bam, was? Nein, nach oben. Bam, 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 bam! Halt! Nur... Ups. Ah, ich bin instant tot dann. Na gut, wir haben immerhin Checkpoints. Ist ja gut. Nur weil ich keine Eule töten wollte. Ja. Töten wir dich hier. Wow, so... Oh Gott, will ich da hin? Aha, so geht das hoch und so geht das andere runter. Ach so, verstehe. Kommt jetzt hier auch was hoch? Nee, dann will ich es nicht riskieren, diese Steine einzusammeln. Nee, dann lieber nicht. Ja, nee, so lebensmüde bin ich dann auch wieder nicht. Gib mir alles hier, alles hätte ich gerne. Sind hier auch irgendwelche Dinger drin versteckt oder so? Ich meine, wenn ich jetzt alles kaputt machen würde, würde mir das was bringen? Ich denke ja nicht. Wow, wow, wow. Okay, das waren jetzt böse Eulen. Hat man gesehen. Was ist das für Zeugs hier? Ah, das tut mir dann weh. Aha, muss mir doch einer sagen, was das bedeutet. Zum Glück bin ich nicht instant gestorben. Ich hab mich jetzt ein wenig angekotzt. Ah, shit, da wollte ich nicht durch. Man weiß nie genau, wo man lang muss. Doch, hier wird es offiziell weitergehen. Gut, dann, ja. Habe ich das gecheckt?
Der Teufel ist gerade runtergefallen. Mach mal auf hier. Dankeschön. Hep, 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 hep. Wechseln wir wieder. Lass mich durch. Dann springen wir hier hoch. Bam, töten. Wow. Warum lachen die so scheiße? Sammeln wir das hier auf. Ja gut, ich muss eh nicht alles einsammeln. Wozu auch? Bringt mir eigentlich gar nichts. Wechseln und zack, tot. Ja, ich habe schon ein paar nicht eingesammelt. Wow, Vorsicht. Töten! Warum sollte ich eigentlich mit der Blonden spielen? Es macht viel mehr Laune mit der Rothaarigen. Ernsthaft, die kann ja im Prinzip auch höher springen. Genau wie die andere mit ihrem Feuerball. Fantastisch. Wow, 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 wow. Da war ich jetzt ein bisschen zu schnell unterwegs. Oh, da will ich hoch, da will ich hoch. Checkpoint. Das könnte ich riskieren. Könnte ich sogar riskieren. Dankeschön. Wärmen wir hier hoch. Dann wärmen wir hier... Oh, das war nicht gut. Hier brauche ich, glaube ich, doch die Blonde. Würde ich sagen. Ja gut, sie kommt ein kleines bisschen höher. Wow, und da hinten ist einfach so ein Dino-Skelett. Das ist echt sowas von geil gestaltet, muss ich sagen. Ja, spielerisch hat das Spiel jetzt irgendwie... Ja, ne? Es ist jetzt nichts Atemberaubendes, spieletechnisch, aber sieht wunderschön aus. Wunderschön. Ich bin echt begeistert. Hätte ich nicht gedacht, dass ich für so wenig Geld ein, in Anführungszeichen, so gutes Spiel bekomme. Wie lange nehme ich schon auf? Ungefähr eine Viertelstunde, glaube ich. Ja, noch ein weiteres Level kann ich euch zeigen, glaube ich. Und ja, für mich ist es auch blind, und zwar total, falls man es nicht gemerkt hat. Kristallteich. Okay. Hinter Felsen mit Rissen verbergen sich oft Geheimräume. Geheimräume, Leute. Bleibt das Ding zu? Scheinbar. Weiter kann ich nicht. Es passiert auch nichts. Ja, sogar die Musik verändert sich. Das ist so cool. Ah, ich kann... Ah, okay, ich kann im Wasser stehen. Ja, ja, ich habe verstanden. Hier muss ich so... Nein, hier muss ich so... Wow! Echt geil. Dann brauchen wir sie hier. Niam, niam, niam. Alles mitnehmen, alles, alles, alles! Knapp. Wie komme ich da hoch? Ich weiß es nicht. Ja, vorsichtig. Nochmal ein Checkpoint. Nee, da kam... Doch, ist auch ein Checkpoint. Wow, warum fliegst du? Dämlicher Penner. Hep. Und das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch wunderbar hin. Yes! Warum ging jetzt die Truhe nochmal auf? Warum sind da zwei Checkpoints innerhalb von ein paar Metern? Welche kann jetzt tauchen? Welche? Braucht die Luft? Ich habe keine Luftanzeige. Okay, beide können scheinbar schwimmen. Das ist gut zu wissen. Das hier ist tödlich, habe ich verstanden. Das hier dann scheinbar auch. Das hier wie ein Dino-Schädel da oben, ja. Ja, irgendwie sind immer ein bisschen die gleichen Grafiken verwendet worden, aber... Na und? Es sieht trotzdem wunderschön aus. Findet ihr nicht? Da kann ich... Oh, und der Wasserfall, seht euch das an. Wunderschön. Noch? Nee, ich komme nicht weiter hoch, okay. Nehmen wir das hier mit. Und speichern. Aber ich möchte nochmal zurückgehen. Weil da war ja noch was. Glaube ich. Ja, ich kann hier noch weiter schwimmen. Ah! Oh, 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 oh. Verstehe. Ja, kein Problem. Okay, hätte ich jetzt verpasst. Ah, ich muss sogar da hoch. Okay. Okay, okay. Wusste ich nicht. Hätte ja sein können. Dass ich noch mehr finde, zum Beispiel neue Bilder zum Freischalten. Wow! Hep! Hier hoch. Nee, da ist nichts mehr. Kann ich hier auch rein? Ah, das Wasser ist dann wieder tödlich. Muss mir doch mal eine sagen. Eine Wasser ist tödlich und das andere nicht. So, dann wechseln wir hier kurz mal. Gehen hier hoch. Na, bringt irgendwie nichts. Ah, doch. Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle, scheinbar. Aha.
Ja, ich kann wieder Eulen töten. Ich glaube, keine Eulen töten, aber ich muss das tun. Nein, muss ich nicht. Bams. Oh, wobei, bei dir mache ich jetzt eine Ausnahme. Ja, super. Ja, es sind keine Eulen, wisst ihr? Es sind nur Dämonen, die sich verkleidet haben als Eulen. So. Ja, ist so. Woher ich das weiß? Na, machen wir uns nichts vor. Das sieht man doch, oder? So, lass mich da. Lässt du mich da durch? Danke. Dann hier lang und dann hier runter. Ja. Und bam! Oh, es funktioniert so super, Leute. Funktioniert so fantastisch. Selten so wenig für ein Spiel bezahlt, dass ich nicht nach 5 Minuten in die Ecke geworfen habe. Ja! Das war riskant. Wechseln wir! Boing! Da war noch was, habt ihr gesehen? Schaffe ich das? Nee, 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 das ist irgendwie ein Rückweg scheinbar. So, hier hatte ich auch Angst. Ja, vor diesen gemeinen Nicht-Eulen, ja. Ah, nochmal ein Bild freigeschaltet, cool. Aber hier unten ist doch dann der richtige Weg vermutlich, oder? Na, nicht da rein! Nicht da reinfallen, bitte. Das ist wieder tödliches Wasser vermutlich. Ist nicht, ich nehme es einfach nur an. Checkpoint. Und neue Diamanten. Ich wollte schon sagen, wenn mich das Wasser jetzt tötet, dann seid ihr ein Arsch. Entwickler, ja, dann seid ihr echt ein Arsch. Okay, jetzt hoch, aber langsam. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Aha, danke. Das war jetzt nicht so schwer eigentlich. Aber es ist ja... Ich bin jetzt einfach so da reingedingst worden. Habt ihr gesehen? Das war unfair. Nein! Das war echt unfair. Wurde da reingespawnt quasi. Halt, ich kann hier dadurch. Halt, kann ich noch weiter dadurch? Nee, kann ich nicht. Schade. Das war jetzt echt unfair. Ich konnte da gar nichts machen. Spiel? Ich habe dich bisher nur gelobt, glaube ich, ja? Also mach jetzt keinen Quatsch mit mir, okay? Nein, 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 nein. Böse Dämonen. Aber nochmal, warum ist bei der einen alles so dämonisch und bei der anderen so ja, so schön halt? Verstehe ich jetzt noch irgendwie nicht ganz. Ich weiß, es gibt noch mehr Spiele von den zweien hier. Aber... ja, ich kenne sie halt nicht. Da wäre ich froh, wenn ihr mir ein bisschen was dazu sagen könntet. Wie lange spielen wir? Ihr seht, ich mag das Spiel. Ungefähr 20 Minuten. Komm, ein Level geben wir uns noch. Noch eins, komm, komm, noch eines. Keine falsche Scheu hier. Schwinghügel, 1,5, 1,6. Holy sh... Okay, es gibt ein paar Level scheinbar. Bis 3,9. Ja, es sind nicht ganz so viele, aber ich glaube, es gibt dann doch noch mehr Gedöns. Hat man ja gesehen. Wow, da habe ich ultra viele Kristalle verpasst. Ja, am Anfang konnte ja immer noch ganz viel Zeugs auslesen. Aber ich weiß gar nicht mehr genau was. Aber ich denke, das Spiel ist nach diesen paar Leveln noch nicht zu Ende. Glaube ich einfach mal. Aha. Wie komme ich da jetzt? Hä? Aha. Und wechseln. Nein, wechseln. Sowas ist denn schwer. Oh, oh, oh. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt lang. Ist das hier... Hä? Ist hier der richtige Weg? Das kann gar nicht sein. Nee, ich glaube, das ist... was Geheimes! Ah! So verstanden. Ich kann auch im Sprung dann den Charakter wechseln. Das ist natürlich wunderschön. Was heißt im Sprung? In diesem Wirbelteil. Echt schön. Echt schön. Und zack. Bam, 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 bam. Oh, da links gab's. Nicht übertreiben hier. Okay, so weit komme ich aber nicht. Gehen wir mal hier nach unten. Aha, noch neue Bilder freigeschaltet. Noch neue Bilder vor allem. Dann kann ich vermutlich hier hoch. Ja, da kommt was runter. Nehme ich, bring mich bitte wieder hoch. Ich kann es einfach immer nur wiederholen. Das sind wunderschön gestaltete Welten. Komm wieder runter, du Penner. Oh, wechseln.
und eine Eule. Hallo, du Nicht-Eule. Ja, es war ein Dämon. Ich hab's genau erkannt. Und Checkpoint. Ist gut. Hier können wir einfach nur drauf stehen bleiben. Oh, da unten war ein böser Gegner. Wow, den wollen wir uns zusammen betrachten, glaube ich. Der hier ist ganz normal, aber der andere, holy shit. Der hier. Eine Eule mit Rüstung. Aber dieser Gegner hier. Mein Gott, Mädel, was ist falsch in deinem Kopf, dass du dir solche Dinger vorstellst oder davon träumst, nehme ich an. Weil das Spiel heißt irgendwas mit Träumen. Mädel, was ist falsch in deinem Kopf? Ich meine, die hier geht ja noch. Die hat Eulen und so weiter im Kopf. Leute, ich habe gerade ein Problem. Ich krieg den... Seht ihr, den Ding ist nicht weg. Ein Pausebildschirm. Wenn ich jetzt fortfahren drücke, das Ding kommt direkt wieder. Jetzt klappt's wieder. Okay, keine Ahnung, was das war. Es war ein bisschen blöd. Ja, aber jetzt geht's ja wieder. Und ich möchte auch nur noch mit euch das Level zu Ende spielen. Wow! Und dann war's das. So, die Eulen lassen wir wieder schön in Ruhe. Wow, was bist du für einer? Du bist kein neuer Gegner. Seht euch das an, ganz viele dicke Eulen. Total cool. Nein! Oh, du Drecksvieh. Aber der eine Gegner hat mich doch mal One-Hit getötet, oder? Hep, und dann da. Oh, nein! Okay, Eule, tut mir leid, das musste sein. Man sollte eh die Gegner besser töten, als sie am Leben zu lassen. Weil es sind halt eine Bedrohung, nicht wahr? So, und dann springen wir hier rüber. Wow. What the fuck? Wechseln, unbedingt. Das Zeug ist übeltödlich scheinbar. Scheiß auf die Diamanten da. Aber die nehme ich mit. Die sind so leicht zu erreichen. Die nehme ich dann mit. Vielleicht kriegen wir noch ein Bild. Ja, die Bilder wollen wir uns natürlich auch noch zusammen ansehen. Die ich freigeschaltet habe. Wuhahaha. What the? Ah, hab verstanden. Holy shit. Hab verstanden. Auch noch durchwärmen. So viele Geheimnisse und doch so uninteressante, ja. Ist doch wahr. Nur Diamanten. Was? Was? Nee. Nein. Da oben möchte ich hin. Da ist noch ein Bild. Freischaltbares Bild. Yes. Machen wir es. Nein! Komm schon. Stell dich nicht so an, ja? Das kriegen wir hin. So, und... Na, ach so, ja, ich habe das Problem gesehen. Ich habe das Problem gesehen, glaube ich. Tut mir leid, ja? Ich muss mich jetzt hier... Zack. Nee, ich komme da so nicht mehr hoch. Shit! Ich komme da so nicht mehr hoch. Muss es nochmal so versuchen. Und... Brr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 r
So, dann müssen wir uns hier beeilen scheinbar. Ja, die rasen in den Tod. Dann kann ich nicht da hoch, sondern nur da unten lang. Tun wir auch. Zack, safe und weiter geht's. Okay. Hier hoch vielleicht? Aha. I love Kristalle. Wunderbar. Wunderbar. Okay, und da links ist der Tod. Danke, ihr Schilder. Danke, dass ihr mir sowas sagt. Sonst wäre es nämlich ziemlich unfair gewesen. Dieses Level zieht sich jetzt gerade ein bisschen. Sir Melcolm heißt das vermutlich, ja. Ja, auch diese Grabsteine sind scheinbar immer dieselben Bilder scheinbar, aber... Mein Gott. What the fuck? Das war jetzt Reflex, Leute, dass ich hier den Charakter gewechselt habe. Holy shit. Das war jetzt echt Reflex. Bestimmt muss ich gleich wieder wechseln. Ja, war klar. Das war echt unschön. Oh, das war auch knapp, dass ich da nicht... Uff. Wechseln. Jetzt fängt das Spiel aber an. Nein! Warum sterbe ich manchmal und manchmal nicht? Ich muss hier kurz speichern. Ernsthaft, manchmal sterbe ich, wenn ich getroffen werde. Manchmal nicht. Habe ich eine Art Energie oder so? Oder verliere ich quasi Kristalle? Ich weiß es nicht. Wow, 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 wow. Wow, sieht schön aus. Und da bin ich ja am Ziel. Wunderbar. Ernsthaft, Leute. Gefällt mir sehr gut. Auch wenn ihr es vielleicht nicht glaubt. Obwohl es vielleicht ein Spiel ist für kleine Mädchen oder so. Es gefällt mir sehr gut. So, aber genug von den Leveln. Sehen wir uns noch kurz die Bilder an, die wir freigeschaltet haben. Und ja, zu der Hintergrundstory. Ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Sammelrasch das und Dame das. Wenn China stirbt, wird sie in den Anfang des Levels zurückgesetzt. Aha. 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 Traumjagd. Aha. Galerie, das wollen wir sehen. Okay. Muss die Bilder nicht mal groß ansehen. So toll sind die jetzt auch wieder nicht. Oh, hier Tiere. Oh, gefallen mir. Aber mehr habe ich vermutlich noch nicht. Nee, scheinbar nicht. Okay. Ich würde gerne zurück, danke. Was ist denn Traumjagd zum Beispiel? Traumjagd, hallo. Hä, kann ich nicht spielen oder was? Ah, das müsste man zu zweit spielen oder mit einem Bot, hab verstanden. Gut, aber das machen wir jetzt nicht, denn ich würde sagen, Leute, das war's für heute mit einer neuen Folge von Game zum Montag mit Cheyenne Sisters Twisted Dreams. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!